Gut, reden wir mal mit Vutras. Dieser Freund hier ist der oberste Nomade lange Zeit bei uns gewesen. Ja. Aber wie gesagt, ich werde das mal zusammenfassen irgendwie alles, wenn ich dann darüber rede, warum er das nicht mehr ist. Die Orks wühlen in den Geheimnissen des alten Innersvolkes. Was auch immer sie finden werden, es wird Tod bringen. Schön. Was hast du vor? Satoras sagte, dass du kommst. Er sagte, wir sollen dich unterstützen. Das habe ich vor. Ich unterstütze dich mit allem, was ich weiß. Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, gucken wir erstmal, was er kann. Ja, toll, Stärke beibringen. Das braucht man natürlich nicht mehr unbedingt. Ich nehme mal an, er konnte auch mal mehr, aber das haben wir dann wahrscheinlich jetzt schon gelernt. Ich nehme mal an, er konnte uns beibringen, mit zwei Waffen zu kämpfen. Wir müssen die Orks aufhalten. Gut, ich habe ein paar Männer hinter dem Lager der Orks in Stellung gebracht. Finde sie und sage ihnen, was wir vorhaben. Ich selbst werde mit meinen Männern von hier losschlagen. Aber du musst uns ein Zeichen geben. Ein Zeichen? Was für ein Zeichen? Am besten, du greifst den Obersten der Orks an. Wenn sie abgelenkt sind, schlagen wir zu. Gut. Benachrichte die Nomaden bei Al-Shadim. Das machen wir gern. Mehr können wir jetzt auch... Ach, Vutras ist schon auf unserer Seite. Der ist uns schon grün hier angezeigt. Das ist ja schick. Gut, wir sehen, Al-Shadim sieht nicht mehr so gut aus. Aber wir haben jetzt auch eine Ruinenkarte hier. Genau, da haben wir Al-Shadim. Ich will mal kurz ein bisschen erklären. Naja, die ist jetzt nicht so schön, die Karte eigentlich. Aber gut. Ich will mal ein bisschen erklären. Wir sehen hier... wir haben das auch... Naja, haben wir es so eingeteilt? Also ich habe es ein paar Mal so geschrieben, dass die Viertel auch so benannt wurden dann. Viertel der Totenwächter, Viertel der Heiler, Viertel der Krieger und so. War jetzt aber nicht so Usus gewesen bei uns. Wir haben bei uns im Rollenspiel, um Leben reinzubringen in die Sache, ich glaube hier ungefähr eine Oase hingepostet. Und die Oase hat dann einen Kanal gespeist, den Kanal, an dem sind wir schon vorbeigelaufen. Ich weiß nicht, ob der genauso hier gelegen ist, wie er bei uns dann gelegen war. Aber der lief dann, glaube ich, hier so lang. So ungefähr. Irgendwie so hier. Lief der lang und mündete dann ins Meer, wenn ich mich nicht irre. Doch, ich glaube, er mündete ins Meer. Der Kanal. Das Meer ist ja dann hier unten halt irgendwo. Das können wir halt mal hier angucken. Genau hier kommt dann Meer. Ne? Also Al-Shadim geht ja bis hier ungefähr, fast bis an die Küste ran. Und wir hatten dann hier eben die Oase und am Meer hatten wir, da gehe ich nochmal hier hin, ich glaube hier so ungefähr, nee, hier drüben kann das sein, doch ich glaube hier drüben hatten wir dann einen kleinen Bootssteg bauen lassen. Mit dem konnte man nicht mit einem Schiff anlegen, sondern nur mit einem Beiboot, doch mit einem mittelgroßen Schiff konnte man glaube ich anlegen, aber mit so einer richtigen Galeere oder so ging das nicht, sondern nur so kleinere Dinger halt. Also mit solchen richtigen Monstern, mit denen man dann übers Meer, über die Weltmeere schippern kann, geht's natürlich nicht. Ja, das Wüstenvolk, das in Al-Shadim wohnte, bestand aus Nomaden und Wassermagiern. Die Nomaden wohnten natürlich hier in den Zelten, die hier rund um den Tempel aufgebaut wurden. Und die Wassermagier, die lebten im Tempel, genauso wie ihre Novizen. Ja, mehr, also nur so zur Orientierung jetzt erstmal, es gibt natürlich mehr dazu zu erzählen. Ach, hier ist er. Siehst du mal. Ne, von wegen Kanal und so. Der läuft bei denen hier lang, okay. Dann lief er bei uns halt ein bisschen anders, macht jetzt aber auch nichts. Das war halt eine freie Interpretation des Ganzen. Ich meine, sich jetzt unbedingt so an den Ruinen hier festzuklammern, ist ja auch blöde. Und ich muss sagen, mir hat unser Al-Shadim sehr gut gefallen. So, wie gesagt, ich gehe jetzt gerade nicht so sehr drauf ein, weil ich nichts vergessen will. Oh! Das da drüben ist übrigens der Tempel, weil ich nichts vergessen will und deswegen werde ich mir das zurechtlegen und aufschreiben, also stichpunktartig dann aufschreiben, was ich alles mal ansprechen will, damit ich dann wirklich nichts vergessen habe. Sonst fühle ich mich dann schlecht, wenn ich was vergessen habe. So, hier drüben ist Vutras. Ist Vutras und wartet erstmal in Sicherheitsabstand. Denn hier drüben, da sehen wir schon die Zelte, sind die Orks. Und denen begegnen wir nicht. Was willst du, Mora? Nur mal reden. Du solltest jetzt gehen. Hier haben wir Sklaven, die es auch zu befreien gilt, finde ich. Verschwinde! Ja, ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. So, hier ist er nicht. Nein. Ich suche jemand Bestimmten. Wir schauen mal kurz hier unten rein, hier wird er auch nicht sein. Ich bin beschäftigt. Aber wir können mal gucken, ob die Steintafel was Gutes für uns enthält hier.
Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei, denn so war Adanos Wille. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Okay, altes Wissen plus 3, super. Wie gesagt, ich werde das mal, dieses, was hier geschrieben steht, mal zusammenfassen und mal, das kann ich eigentlich in der Folge, in der ich dann dort hier zu quatschen anfange, auch mit reinpacken. Ich glaube, die wird lang. Die wird sehr lang gezogen, fürchte ich. So, hier ist doch aber irgendwo, gut, das kann jetzt daran liegen, dass gerade Nacht ist. Ach doch, da sitzt er schon, ich sehe ihn schon. Mach dich nützlich, Mann. Da ist ein alter Bekannter, den wir schon getroffen haben in diesem Spiel, der hat sich hierher verirrt. Und das ist Lester! Hey Lester, wie ist es dir ergangen? Die Orks haben mich am Pass aufgegriffen und durch die Wüste geschleppt. Erst haben sie mich buddeln lassen. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass ich die alten Tafeln lesen kann. Das hat mir so eine Art Sonderstatus eingebracht. Mann, die Tafeln sind super. Steht zwar viel Unfug drin, aber ich merke, wie meine magischen Kräfte wachsen. Ich spüre sogar die Magie, wie sie durch die Ruinen fließt. Ich habe Tamkosch das mit den Schlüsseln gesteckt. Jetzt will er, dass ich ihm den Tempel öffne. Warum hast du das gemacht mit den Schlüsseln? Warum hast du das denen gesagt? Und wie viel hast du geraucht, dass dein Wahrnehmungsvermögen so weit erweitert ist, dass du hier die Magie durch die Ruinen... Oh, Entschuldigung, wenn das gerade geknackt hat. Ich habe gerade die Lampe angemacht. Ich hatte gehofft, dass man das nicht hört. Aber ich glaube, man hat es knacken hören. Wie viel hast du dir eingeworfen, dass dein Bewusstsein so sehr erweitert ist, dass du die Magie durch den Tempel spüren kannst hier? Hast du Steintafeln? Hier, nimm, die kenne ich schon. Okay, danke, zweimal Steintafel, super. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Hey, warte mal, was rieche ich denn da? Du stinkst wie ein ganzes Sumpfkrautfeld. Ach das, ja, ich habe was dabei, das habe ich mir aus Lago besorgt. Hey, ich habe den Orks ein paar Goldstücke abgenommen. Meinst du, du kannst mir was verkaufen? Das lassen wir erstmal, denn ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir brauchen die Sumpfkrautpakete. Beide. Wir müssen ja noch beide haben, glaube ich. Ich fand das jetzt aber toll. Irgendwas stimmt nicht mit dir. Ja, mit Lester stimmt auch irgendwas nicht. Der Kerl ist einfach nur merkwürdig. Aber gut, ich finde ja, ganz abgedreht wird er dann im vierten Teil in Arcania, weil dann jeder sein Freund ist. Aber gut, das kann auch schon... Ich glaube, im zweiten Teil war er auch schon so und im ersten eigentlich auch. Also eigentlich ist Lester schon immer komisch. Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Einen habe ich gefunden. Bei den Ruinen der Heide. Pass auf, Tamkosch will das Artefakt für sich. Also wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. So, Entschuldigung, tut mir leid, mir ist gerade mal wieder vom Vorverstärker das Kabel abgeschmiert. Wahrscheinlich habe ich dadurch, dass ich die Lampe angemacht habe, das Kabel irgendwie verschoben. Keine Ahnung, deswegen gerade das Geknacke beim Sprechen mit Lester. Tut mir leid. Sitzt jetzt aber wieder das Kabel. So, kann weitergehen. Hast du einen Plan? Wir werden die Hilfe der Nomaden brauchen. Darum solltest du dich kümmern. Saturas ist auch hier. Er wird dir bestimmt helfen. Verstehe. Na klar doch. Gib mir deinen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für den Tempel. Ich bin bereit, dir zu folgen, wenn du meine Hilfe brauchst. Wenigstens einer, der uns den Schlüssel direkt gibt. Und diesen Schlüssel hätten wir auch am Anfang kriegen können. Ich hatte es da schon erwähnt. Als wir Lester das erste Mal getroffen haben, hätten wir ihn theoretisch umnieten können. Dann hätte er den Schlüssel im Inventar gehabt und wir hätten direkt 2000 Erfahrungspunkte gekriegt. Aber ich wollte es halt richtig machen, so wie es sein sollte. Okay, haben wir Lester abgearbeitet. Jetzt zu Tamkosch heißt er, ne? Ja, genau. Tamkosch, okay. Was macht ihr hier? Wir öffnen den Tempel, Mora. Und du? Warum hast du keine Schaufel und buddelst? Weil ich ein freier Mann bin. Lass uns gemeinsam den Tempel öffnen. Wir sind Krieger. Wir verhandeln nicht mit Moras. Aber... Nein. Dann werde ich dir aufs Maul hauen. Arschloch. Ich weiß nicht, ob der irgendeinen Schlüssel hat. Wenn ja, wäre das natürlich doof. Aber wir werden die Orks sowieso... Verschwinde! ...beseitigen. Die sind ja auch schon uns nicht mehr so wohlgesonnen, wie es aussieht. So. Ansonsten, außer Tamkosch gibt es, glaube ich, keinen, mit dem wir reden können. Von daher gehen wir jetzt mal hier die Treppe runter, denn wenn ich mich recht entsinne, ist hier einer der beiden Nomadenführer, zu denen wir noch müssen. Einer der beiden Sippenführer. Ich weiß jetzt bloß nicht, welcher. Das werden wir gleich sehen. So. Nee, doch nicht? Okay. Ich hätte doch eigentlich gedacht, dass hier einer von denen ist.
Okay. Dann nicht. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier lang und schauen mal. Ich hätte ja gern mal wieder Tag, ehrlich gesagt, aber hier gibt es nirgendwo Betten, weil ist ja keine Stadt und so, ne? Und in diesen blöden Zeltlagern, da kann man ja nicht schlafen, auf diesen blöden Matten, die die einfach bloß hinlegen. So, Nomade? 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 Ja, Nomade, sehr gut. Lass mich raten. Pakwan. Pakwan? Pakwan? Pakwan, genau, wusste ich's doch. Hallo! Wutras schickt mich. Wir greifen die Orks an. Echt? Die Orks? Oh Mann, hast du gesehen, wie viele das sind? Hast du Angst? Klar habe ich Angst. Es geht hier immerhin um unsere Ärsche. Alles wird gut. Toll, jetzt geht's mir schon viel besser. Kämpfst du jetzt mit, oder was? Ach scheiße, was soll's. Klar kämpfe ich mit. Für Adanos, auf in den Tod. Ja, Pakwan ist auch einer der Sippenführer bei uns geworden. Also es gab bei uns dann im Rollenspiel drei Sippenführer, die direkt in Aishadim ansässig waren. Das war Wutras, der oberste Nomade. Der, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, er ist dann eben der dritte Hüter der Wüste unter den Nomaden, die wir so von den NPCs her hatten. Und dann halt Pakwan. Der ist bei uns im Rollenspiel im Gegensatz zu hier kein Schisser, sondern ist ein ziemlich, der ist halt ein richtiger Krieger, ne? Der tötet auch mal für Adanos oder für sein Volk eben. Kein Problem damit. Und der dritte, zu dem werden wir jetzt noch gehen, der ist hier eher haudraufmäßig, war aber im Rollenspiel dann der überlegtere Part von den beiden unteren Sippenführern sozusagen. Also die sind bei Weitem keine Hüter der Wüste, sondern die sind halt ein bisschen niederrangiger. Die waren dann eben bloß Ruinenwächter oder sowas. Nichtsdestotrotz Sippenführer, ne? Also trotzdem schon gute Kerle und so. Und das ist Onatas, den werden wir jetzt noch suchen. Der war dann der ein bisschen überlegtere Part und es war letztendlich so gewesen, bei uns unter den Nomaden gab es letztendlich zwei, die da wirklich... Was? Will mich jemand angreifen? Nö, keine Ahnung. Vielleicht im Tempel oder so. Wir waren eigentlich zwei, die richtig da was geschrieben haben bei den Nomaden. Das war Lobedan und das war ich halt mit Maris. Also die zwei Nomaden gab es dann, die sich dann quasi auch verdient gemacht haben sozusagen. Und wir haben uns sozusagen unsere persönlichen NPCs ausgesucht mit diesen beiden Sippenführern. Es war dann immer so, es hat sich irgendwie so eingebürgert. Wenn wir mit allgemeinen Accounts geschrieben haben, um dann mal aus der Sicht von denen zu schreiben, dann habe ich immer Onatas gewählt und Lobedan hat immer Pakwan gewählt und mit dem geschrieben. Und die waren dann schon so richtig personalisiert gewesen. War eigentlich ganz witzig. Dadurch hat sich dann, das war das Gute gewesen, dadurch, dass ich glaube, es hat dann auch niemand sonst mit denen weiter was geschrieben gehabt, weil das halt sich so eingebürgert hatte, dass wir beiden die uns immer geschnappt haben. Dadurch, dass immer dieselben Leute an denen geschrieben haben, hat sich dann eben auch entwickelt, dass die ein bisschen Charakter gekriegt haben. Das war eigentlich ganz gut. Aber mehr erzähle ich jetzt nicht dazu zu denen, denn wie gesagt, eine Laberfolge muss folgen und das werden wir tun. Aber erstmal schön sammeln hier.